Ja, schon wieder keine Energie mehr. Super. Freunde, Freunde, Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Das wird aber eine Scheiß-Action geben. Naja, das war das. Lächerlich, ehrlich. Keine Energie und schon wieder fangen wir hier an. Ich nehme es einfach mal wieder mit noch, aber. Ich bitte um eine von Project Delta. Ich fühle mich zwar geehrt, Teil eines. Was hängt der davor? Macht gar nichts. Aber ich fürchte. Ja, das haben wir ja eben gehört, was der da gequatscht hat. Ich kann nichts machen. Ich kann doch nichts machen. Der steht in Flammen und ich bin trotzdem tot. Es ist einfach zu dunkel. Man sieht gar nichts eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ich sehe nicht viel auf jeden Fall. Freunde, tut mir leid, aber das kann was geben, ey. Wir müssen auf das Gravitationsfeld. Das kann was Damit geben. Kommen wir direkt zum Frachtraum. Mehr konzentrieren. Die kommen aber auch wirklich von allen verfluchten scheiß Seiten, Mann. Hauptsache er trifft von da hinten. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Da hinter mir. Natürlich. Natürlich ist er hinter mir. Natürlich. Wie? Habe ich jetzt mal einen Energiebalken mehr. Aber der wird mir bestimmt jetzt geklaut. Ja, wieder nur einen Energiebalken. Und sogar noch Schwein gehabt, dass ich jetzt da noch nicht gestorben bin. Ich guck nur mal, vielleicht finden wir hier hinten irgendwie was Energie oder so. Ansonsten sieht das echt nicht rosig aus hier, Freunde. Tut mir leid. Aber das ist ein bisschen übertrieben. Ist auch immer wieder. Ja, ich weiß, habe ich ja eben schon genommen. Habe ich das Vieh jetzt getötet oder nicht? Weil das sind ja diese komischen Viecher, die einem wirklich richtig krass am Arschloch hängen. So. Dass hier echt nirgendwo ein bisschen Energie rumliegt, ist echt ein bisschen crazy. Ja, nirgendwo. Auch nicht, noch nicht mal ein bisschen Panzerung, gar nichts. Ja, bleib hier. Ich bleib jetzt einfach hier. Aber ein bisschen mitgehen müssen wir anscheinend nicht. Da kommt einer! Unter uns! Ich hau ab. Ist mir egal. Komm sowieso hinter mir her wieder. Nein, nein, nein! Boah! Ja, soll er hinten mal ein bisschen arbeiten? Kein Bock schon wieder alles zu machen hier. Nein, 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 nein! Hau ab!
bin da. Lauf, du Arsch. Kommen wir jetzt hier lang? Ich sehe nichts. Den wenigstens. Speichert der vielleicht mal jetzt? Wieso muss ich hier lang laufen? Wieso? Nein, bitte nicht! Mann, 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 ey. Ich sehe voll die Paranoia, ey. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, großartig, weil ich mich jetzt ein bisschen konzentrieren muss. Hallo? Wo ist der Penner? Schon weiter laufen? Oder? Hallo? Hallo? Wo ist der? Kam er nicht hin? Nee, da ist er. Ausweg! Ich brauche Deckung, um sie aufzukriegen! Ist mir egal, ich bleib hier. Nein, nein, nein! Ich habe keine Munition mehr. Fuck! Nehmen wir die hier. Nein! Nein! Ey, Alter. Was ist denn hier los? Ja, kommt doch noch mehr. Ja klar, warum nicht? Ist ja nur das erste Level. Alter, Alter, echt. Hier kriegst du... Nee. Ist die Tür jetzt zu hier, oder was? Ja, die Tür ist verschlossen. Da ist wieder einer. Hab ich ihn getroffen? Boah. Gleich bin ich ein nervliches Bug, wenn das so weitergeht. Ah! Kommen die jetzt unendlich hier angeschissen oder was? Ich hau ab. Lauf, 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 lauf. Oh, Kontrollpunkte. Wenigstens etwas. Voll heftig. Ja, klar. Gib mir erstmal das da. Ja, ja, mach doch die Tür auf. Wartest du auf den Bus oder was? Was für ein Vogel. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Den wahrscheinlich da zu sein. Rachel, wir sind jetzt im ersten Frachtraum. Wenn wir es zum Kontrollraum schaffen, können wir die Tür öffnen und das Ding ins All schießen. Ja, ist ja wundervoll, so ich guck. Und mich fragt keiner. Sagt mal, habt ihr sie noch alle? Da steckt hier irgendwo mal was rum, Mama. Irgendwie ist hier echt gar nichts, ne? Ein riesiges Schiff, so gar nichts. Findest du hier. In der letzten Ecke guckst du sogar nach und nichts ist da. Was ist denn jetzt hier? Wo ist der Typ? Erstmal nachladen. Oh ja, klar. Natürlich. Ganz normal. Lass den in Ruhe da. Vogel. So, dann mal hier. In der Decke sind die echt gerne immer. Bleib mal wieder hier hinten so ein bisschen. Soll der mal ein bisschen ballern? Noch einer.
Er hat unendlich Schuss. Und er geht ja auch nicht drauf. Ich habe ja wieder keine Energie oder nur sehr wenig. Deswegen lasse ich den einfach mal ein bisschen arbeiten. Und Nils dürfen auch mal arbeiten ein bisschen. Natürlich bin ich jetzt noch ein bisschen angeschockt so. Dass das wirklich am Anfang relativ heftig abgeht. Ne? So drei, vier Penner. Aber die kommen ja sowieso hinter mir, ja? Ich mach das. Geben Sie mir Deckung. Ja, ja. Kommen Sie sowieso zu mir. Ich brauch Deckung, um Sie aufzukriegen. Ja, noch mehr. Warum nicht? Return. Bewegung. Schnauze. Ich hau ab. Wollen wir die Tür nicht zumachen? Mach Scheiß drauf. Ne, das nehmen wir noch mit. Schnell. So. Ja, mach doch die Tür zu. Was für ein Arsch. Was ist denn hier los? Aha. Sehr schön. Wohin? Was steht da? Frachtraum. Okay, hier. Ne. Ich will erstmal was eingeben. Raider 65 hier. Ich hab Sephora Axel dabei. Wir landen, Raider. Verstanden? Verstanden, Raider. Die Frachtraumtüren schließen sich automatisch. Also Beeilung. Ach du Scheiße. Alarm festhalten! Geht jetzt ab. Wegen Winter habe ich mein Lieblingsschiff verkratzt, Sir. Es ist Ihr einziges Schiff, Reed. Gesichert. Bald ist dieses Schiff voller Marines. Also, suchen wir Bella. Rangaufstieg. Mission abgeschlossen. Wow, das war, schon, die erste Mission treibt einen schon halb, die Schweißperlen auf die Stirn. So, nächste Mission. Kann mir mal jemand verraten, was da gerade passiert ist? Wer ist mit uns auf diesem Schiff? Wir haben keine Kontrolle über die Waffen der Sulacus, Sir. Wir sind unter feindlichem Beschuss. Die Shredder 65, erwidere Feuer! Halten Sie sich an die Einsatzregeln, damit Menschen unten. Jetzt kommen da diese anderen Typen. Captain! Wir werden von Menschen aus dem Kontrollraum angegriffen. Das habe ich gesehen. Was geht da draußen vor? Keine Ahnung, Junge. Feuerlichter öffnen, nur erwidern. Ach, können Sie die Brücke der Sulaco erreichen? So, jetzt sind wir mal unsere Hauptknarre eigentlich. O'Neill, wenn Sie es nicht versuchen, werden sämtliche Marines auf Feindlichen nicht sterben. Und nein, das war keine Frage, sondern ein Befehl. Also jetzt auch noch Typen. Verstanden. Gegen die wir kämpfen müssen. Oh, der war schön. Ausnahmsweise mal richtig getroffen. Gucken wir mal erstmal, wie viele da sind. 2, 3. Ja, klar. Eine links, der andere rechts. Ah, nee, hier kommt es nicht, ne? Okay. Nee, das war unser. Das war unser Freund O'Neill. Ich geh einfach mal hier lang. Eine zweite Salve hat gerade die Sephora getroffen. Wir sollten evakuieren, Sir. Ich habe keine Kontrolle über das Waffensystem. Mal gucken, was hier abgeht. Ey! Sieht aber einiges aus, ey. Geil, wir rücken weiter nach vorne. Bisschen nachladen.
wieder Uni. Kleine Ratte. Ich nehme noch ein paar Sachen mit hier. Hat da auch noch. War sonst noch irgendwas hier? Was uns nützlich sein könnte, eventuell. Ich glaube eher nicht. Schnell hinter unserem Kollegen her. Hier ist auch noch was. Das nehmen wir uns mal mit. Ich bin hier. Ich verstecke mich in einem Vorratsraum bei Frachtraum 3. O'Neill. Das sind private Militärtruppen von Weyland Yutani. Die sind angeheuert. Das sind bestimmt die Typen, die da die Kameras aufgestellt haben, auch, denke ich mal. Das ist die Einsatzregeln. Die verstecken etwas und wir sollten sicher nicht hier sein. Seid vorsichtig! Ja, ja. Ura, macht schon! Ob wir die gute Frau finden? Nein. So. Scheiße! Versperrt! Das ist echt versperrt. Quarantänegebiet. Wir haben zumindest zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder die Energie voll. Junge, ja. Das ist kein gutes Zeichen. Was sollen wir tun? Keine Ahnung. Kannst du mit einem Powerloader umgehen? Ich habe da im Training was gelernt. Powerloader dürfte das Ding sein. Wir gehen einfach mal und gucken. Ja, ganz lustig, das Ding. So, wollen wir mal gucken, ob wir die Tür aufkriegen. Hä? Oh, er ist ausgestiegen. Sehr gut. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Mach mal halt so. Scheiß Eier, weg damit. Um Gottes Willen. Ja. Actual, sehen Sie das auf unserer Kamera? Wer sind diese Leute? So. Machst du wieder Licht an? Alter. Schmeiß das Ding weg. Wo ist er? Ist das Ding tot? Ich frag noch dämlich, weißt du? Mein Gott. Ich seh's nicht. Jetzt tot. War wieder dämlich, ne? Kommt bestimmt wieder angesprungen, die Sau. Oh Gott. Ich hab schon wieder gleich keine Munition mehr. Also auf jeden Fall für die Knarre. Die Knarre ist ja eigentlich ganz gut. Da war noch ein bisschen scheiße. Ja, ich kann. Immer auf mich. Egal was, alles auf mich, Mann. Immer noch da? Kommt echt immer wieder angeschissen. Und mein komischer Kollege da neben mir so, der chillt sein Leben, Alter. Wo ist er überhaupt? Da!
Ja, Jung. Bella, da hinten. Aber hier geht's ja nicht lang, oder was? Da geht's nicht lang. Mal kurz hier hinten gucken, was hier rumfliegt. Dr. Stanton, Ihr Versetzungsgesuch wird abgelehnt. Und zwar aus dem einfachen Grund, so Nervosität gibt. Ich verstehe, was Sie durchmachen. Glauben Sie mir, vor einigen Wochen, genau in Ihrer Situation. Doch man hat mir ausdrücklichst versichert, dass unsere Sicherheit höchste Priorität hat. Sie haben sicherlich schon die neuesten Sicherheitsvorkehrungen unserer Spender bemerkt. Mit den zusätzlichen Soldaten. Was ist das eigentlich hier für komische Einschläge? Ja, sein Antragsgesuch wurde auf jeden Fall abgelehnt, so er wollte verschwinden aus diesem Scheiß. Aber, ja. Nein, wurde ihm gesagt. Jetzt ist natürlich die Frage, wo müssen wir jetzt hin? Ziemlich gespenstische Atmosphäre momentan hier. Da vorne war der Powerloader, ne? Wir haben damit einmal die Tür aufgemacht. Das heißt, Ding. Sollen wir jetzt den Powerloader holen und hier auch noch die Tür aufmachen oder was? Momentan weiß ich nicht, wo wir lang müssen. Vielleicht da? Ja, müssen die Tür aufschweißen, okay. Weil das da rot war, habe ich es leider nicht gesehen direkt. Kommt der Typ oder spielt er sich am Roden, Alter? Ja, sicher. Diesmal habe ich zu wenig. Schon wieder nur so wenig Munition. Sehr wenig Munition. Wir nehmen mal die hier. Hallo? Wie gesagt, manchmal siehst du es einfach nicht, ne? Dass er auch kein Messer hat, wo er reinsticht, ne? So. Überall die scheiß Eier hier, ist ja nicht zu fassen. Widerlich. Ja, das ging nicht auf. Haha. Ja, gesehen. Das habe ich aber gesehen. So. Hier noch irgendwas? Ne, hier ist auch nichts. Da ist auch nichts. Bisschen was Munition gefunden. Ja. Irgendwann müssen wir mal ankommen, oder? Da ist auch nichts. Aber es wird wieder ein bisschen heller. Das finde ich schon Bella. Ein bisschen besser. Trotzdem, irgendwie
mich mir angewöhnen, bei diesem Game hier die Türen zu machen. Das Teil, das du im Gesicht hattest, als du aufgewacht bist? Bist du in Ordnung? Es war schon tot und hier. Mir geht's gut. Als ich aufwachte. Schön, ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Geht mir auch so. Die Sephora wird angegriffen und wir wollen das Waffensystem. Bist du wirklich okay? O'Neill, mir geht's gut. Hör auf zu meckern. Gehen wir. Sephora Actual, hier ist Winter. Wir haben Bella von Rhino 2-3. Werden aber von Weyland-Yutani-Leuten angegriffen. Gehen jetzt zur Brücke. Ich brauche den schnellsten Weg. Winter, gehen Sie durch den Maschinenraum und auf die Schienen zu. Over. Verstanden, Bishop. Gehen Richtung Maschinenraum. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Tür aufschneiden, Winter. Ja, immer locker bleiben. Aber hier liegt wirklich nichts rum. Ich weiß auch, dass wir da lang müssen jetzt. Ich guck nur kurz, ob wir... Aber hier liegt wirklich nichts. Naja, schneiden wir die Tür auf. Raider 6-5. Ich sehe drei Cheyennes, die Truppen auf das Sulaco abladen. Ura. Achtet auf Beschuss und schickt diese Wei-Yu-Arschlöcher zur Hölle. Werden wir tun. Warum wird diese Sephora evakuiert? Was soll ich das wissen? Beschuss durch die Sulaco. Wenn wir nicht bald die Brücke erreichen... Wahrscheinlich, weil sie explodiert, wenn sie beschossen wird. Gleich geschafft, Bishop! Mal kurz hier gucken. Irgendwas zu erkennen da drauf? Irgendwelche Feindbewegungen? Vielleicht irgendwelche Typen? Aber, nee. Darauf ist auch nichts zu erkennen. Muss man hier lang? Tatsächlich. Die Türen wieder aufschweißen. So, da hinten ist auch nichts. Das nehmen wir mal wieder dankend mit. Etwas Panzerung. Ein Licht. Kontrollpunkt erreicht. Hier spricht Sephora Actual. Geben Sie alles, um unsere Männer da rauszuholen. Alle Mann das Schiff verlassen. Ich wiederhole, die gesamte Besatzung der USS Sephora, verlassen Sie das Schiff. Der Captain funkt jetzt und das Sulaco Actual. Over. Sulaco Actual, hier Alter, spricht Winter. Was schießt denn wir sind im Waggon auf dem Weg zur Brücke. Natürlich wie ist die Lage im Frachtraum 1? Ich kann nur am gucken, was da abgeht. Und natürlich kriege ich von irgendwo einen Schuss rein. Bishop sagt, dass wir Reaktorrisse bekommen und kritische Schaden nehmen könnte. Unsere Leute ziehen auf euch. Sind aber auch kräftige Typen mit. Ja, hat die Knarre überhaupt Durchschlagskraft oder so? Was bist du denn her? Will ich nicht fassen. Ich würde gerne da hinten die Panzerung haben, aber